Also eins kann ich euch sagen, wirklich, dieses Rätsel ist scheiße. Es ist eins der schwersten Rätsel im Spiel. Das zweitschwerste, um genau zu sein. Das schwerste Rätsel ist auch hier. Das schwerste Rätsel im Spiel, ja. Soweit sind wir von dem gar nicht weg. Aber das schwerste Rätsel des Spiels und der Welt, wie es heißt, werde ich nicht machen, weil da kommt man storytechnisch auch drumherum. Und ja, ich finde, ich muss mich nicht mit Rätseln rumärgern, die ich auch umgehen kann. Das muss nicht sein, finde ich. Ist ja auch so schon schwer genug. Nein! Nein! Scheiße. Nein, nein, nicht nochmal. Ich könnte mich beißen. Ich könnte mich beißen. Oder ich könnte auch mit Emmo zurückspulen. Und des Rätsels Lösung entgegennehmen. So wäre das zweitschwerste Rätsel in diesem Spiel denn mal gelöst. Ich kann euch sagen, also ich habe jetzt fast 2 Stunden offscreen daran rumprobiert. Oh, eine schöne Blume. Wirklich offscreen daran rumprobiert und mir wirklich auf gut Deutsch gesagt den Nerv geholt. Also ich habe wirklich Sodom und Gomorra und nicht nur einmal Scheiße geschrien. Hey! Mach die Wand auf! Nee, gut, dann lass die Wand halt zu. Mir auch recht. Hey, Speicherpunkt! Ich habe eben übrigens mich doch vertan. Als ich gesagt habe, ich war noch nie in Köln. War ich doch schon. Gut, im Phantasialand mehrmals. Aber hey, es ist in der Nähe. Links oder rechts? Ich gehe rechts runter. Ja. Und weiter runter. Oho, oho, oho. Hier dürfen wir anscheinend wieder mal in den Flammen baden. Hatten wir schon länger nicht mehr. Das Rätsel kennen wir ja noch, prinzipiell. Oder? Ja oder ja? Oder ja oder nein oder nein oder ja oder ja oder doch oder doch. Oder doch nicht. Oder auch nicht. Also ich denke hier im Moment eher nicht. Ja. Die sehen aus, als wären sie ein Opfer der Vogelgrippe geworden. Aber ich will mich nicht anstecken, deswegen haue ich die nicht. Ja, komm, lass mein Kapselmonster in Ruhe, übergeklappten Vögel. Ja, ist doch gut. Och Mensch. Muss doch nicht sein. Haut mich doch nicht immer. Hier unten ist es mir viel zu warm. Und jetzt haut ihr auch noch meine Seelen. Och, ihr Schweine. Ihr habt Seelen getötet. Du Sau. Ich eben hier oben. Ah, Seelen wieder aufheben. Stimmt, da war was. Das wäre doch auch mal eine lustige Idee. Oh, Quatsch. Falscher Zauber. Eine lustige Idee. Boah.
Obwohl, das würde eher auf Pokémon. Naja, ich sag's euch. Nee, das wäre doch. Wäre doch komisch. Auf eine verquere Art und Weise. Wenn man sich die Partymitglieder einfach so in eine Kapsel stecken könnte, wie die Kapselmonster. Und dann je nachdem, ja, wird's nun die Stöhn raus. Ja, jetzt kann die Selle mal wieder zurück in ihre Flasche, in ihre Kapsel. Und jetzt hol ich die Tiger von ganz am Anfang wieder raus, oder den... Gut. Bei jetzt Charakteren, die storytechnisch nicht mehr dabei sind. Kann man halt nichts machen. Nee, aber jetzt so, ja, jetzt nehme ich einen Lexus mit oder ja, die Sälen. Aber es kommt wirklich zu stark auf Pokémon raus. Oho, ein großer böser Dino. Hallo, du großer böser Dino. Das sieht eigentlich nur aus, als hättest du Hunger. Deswegen ist es auch eine blöde Idee. Der spielt schon Pokémon mit seinen Partymitgliedern. Also ich nicht. Obwohl ich es tun würde. Nur mal, um es ausprobiert zu haben, natürlich. Ganz klar. Nicht so als Dauerzustand. Zwei Stunden eben an diesem Rätsel verbracht. Ich war echt schon kurz davor, für heute wieder aufzuhören, aber da dachte ich mir, komm. Bringt ja nix, gibt ja Leute, die auf Videos von dir warten. Die ich schon viel zu lange warten gelassen habe. Tut mir leid. Jetzt dürfte es dann wieder gut sein, oder? Ja, gut. Da freue ich mich. Und nehme gerade noch ein bisschen weiter auf. Dann habt ihr was zu gucken und ich was zu tun. Win-win-Situation für uns beide. Haben wir also beide gewonnen. Auch wenn ich ja sagen muss... dass ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich diesen Satz beenden wollte. Scheiße, an dem komme ich nicht vorbei, oder? Doch, ich komme vorbei und gehe zu einer Kiste. Oh, Hexenring 1. Oh, das heißt, wir haben zu viel Scheiße mal wieder dabei. Was schmeißen wir denn weg? Ja, komm. Yay, einen Hexendring gefunden. Und wir dürfen ihn auch mitnehmen. Und, was haben wir hier? Oh, den Powerring gefunden. Hexen und Powerring. Boah. Hört sich beides geil an. Oh ja, okay, hau ich euch eben. Wenn ihr es nicht anders wollt, meine lieben Drachen, dann versohle ich euch eben den Arsch. Aber nur heute gibt es umsonst den Arschtritt. Ab morgen nicht mehr. Ein Grasdrachen. Ja, den hätte ich eben gebrauchen können. Der hätte das Gras weggefressen. Aber nein, der Grasdrache wohnt in der Lava. Grasdrachen in Lava. Warum nicht? Gut, jetzt mache ich hier mal einen Ursprungszauber, weil das mit dem Eis habe ich ja verkackt. So, dann versuchen wir mal diesmal
Vielleicht richtiger. Etwas übers Eis zu kommen. Ach nee, scheiße. So wird das nichts. Oder? Nee, eins zu knapp. Muss ich anders machen. Hier die beiden nehme ich ganz normal und schmeiß sie in die Lava. Wir schmeißen Eis in die Lava. Eis in die Lava. Ja, macht Spaß. Macht sogar ganz, ganz viel Spaß, Eis in der Lava. Auch wenn ich mich wirklich frage, warum geht das so einfach?